Zwei Kapitel fehlen noch. Der Mann in den Flammen. Am Fluss sind mindestens 200 von ihnen. Wieder Ritter? Welche Farbe haben ihre Mäntel? Es sind keine Ritter, Philipp. Sie sagen, sie können nicht zahlen. Das macht nichts, Bruder Paul. Ich habe Ihnen gesagt, dass hier Zoll anfällt auf der Brücke. Süß. Wer ist euer Anführer? Wer kann für euch sprechen? Niemand spricht für uns, Vater. Wir wurden aus allen Dörfern verjagt. Es sind Outlaws. Wir sind keine Outlaws. Wir kommen aus Earl's Castle. Man hat unsere Männer getötet. Mein Kind. Sie haben mein Kind getötet. Mein Gott. Wir haben nichts zu essen für euch. Wir haben kaum genug für uns selbst. Wir werden sie aufnehmen oder wir haben nicht genug... Ja, wir werden sie aufnehmen. Scheißegal. Wir werden sie aufnehmen. Philipp, wir haben nicht genug Platz. Scheißegal. Wir werden euch alle aufnehmen. Euch alle. Ich wünschte, wir hätten mehr für sie. Mehr? Wir haben fast alles weggegeben, was wir haben. Was werden diese armen Leute morgen essen? Bevor sie hierher kamen, hatten sie zu essen. Sie haben gearbeitet. Gewiss können sie das wieder tun. Es kommt noch mehr. Die Kunde verbreitet sich. Was sollen wir jetzt tun, Philipp? Gebt mir den Rest des Brotes. Aber... Hier, Philipp. Das letzte Brot, das wir haben. Dann helft dabei, die leeren Häuser zu säubern. Und kümmert euch um die Verletzten. Ihr habt unseren Prior gehört, Brüder. Ja. Das letzte Brot, das... Wieso haben wir dreimal das letzte Brot, das wir haben? Naja. Straßen nach Norden. Ich laufe nicht. Ja, er geht nicht zum Kloster. Dann geht man mal auch zu den Straßen nach Norden. Diese Menschen brauchen meine Hilfe. Es waren die Hermleys. Ihr scheußlicher Sohn wollte unsere junge Lady heiraten. Wenn es auf dieser Welt Gerechtigkeit gibt, wird der König sie bestrafen. Sie sagen, die Hermleys hätten Earl's Castle angegriffen. Wer sind die Hermleys? Jetzt weiß ich ja, wie man sie ausspricht. Sie sagen die... Ja. Dies ist mein Werk. Ich habe das alles angerichtet. Ich war's. Ja, dümmer, hä? Kinder ohne Eltern. Die Kinder sind ganz allein. Sie müssen schreckliche Dinge gesehen haben. Graf Bartholomäus war ein guter Mensch, wie sie ihn erniedrigt haben. Vor seinen Kindern. Wie schrecklich. Er wird kommen und uns helfen. Nein, Mary. Sie werden ihn hängen. Aber warum? Ein guter Mensch. Womit haben wir das verdient? Warum hat Gott uns verlassen? Er hat euch nicht verlassen. Aber unsere Kinder sind krank. Unsere Männer sind tot. Ich wage nicht, dich zu errufen, Herr. Aus Angst, du könntest antworten. Was habe ich nur getan? Oh. Also wir haben jetzt vier Orte, nein, fünf, sterbende Mann mit Kind. Ja! Nicht bewegen, Pa. Ich kann arbeiten. Ich habe immer gearbeitet. Bitte, lasst uns bleiben. Was ist das, Pa? Dein Bein ist ganz schwarz geworden. Ich habe meinen Kindern gezeigt, wie man Körbe und Seile macht. Ah! Flüchtlinge bei der Mühle. Danke, Vater, für eure Güte. Ich weiß, ihr könnt nicht mehr für uns tun. Also wir geben den Kindern garantiert Brot. Die Kinder sind die wichtigsten. Kinder, hier ist was zu essen. Bitte, nehmt es. Ihr müsst essen. Hier,
Ich lege es hier hin. Esst, wenn ihr hungrig seid. Kann ich Ihnen noch mehr Essen geben? Sie haben schon Brot. Nein, das geht nicht. Okay. Verletzte Menschen, Gruppe von Flüchtlingen, hungrige Frauen. Ja, logischerweise. Wem geben wir wohl das Essen? Hier ist Brot für deine Kinder. Das ist nicht genug. Er hat mehr Brot. Ich habe es gesehen. Bitte, unsere Kinder hungern. Gebt uns Brot für unsere Kinder. Also dumm wahrscheinlich, aber ja. Ich habe ihnen schon was gegeben. Ach was, aha. Oh. Gibt es Sinn, ihm Brot zu geben oder den verletzten Menschen? Ich gebe ihnen da das Essen. Hab Dank, wir werden damit auskommen, solange es nur geht, Vater. Ich war Bauer in Earl's Castle. Ich könnte euch helfen. Ich kann arbeiten. Gott segne dich. Bitte, gebt den Leuten dort etwas. Wir haben Warum nicht ist das geschehen? Womit haben unsere wir das Kinder verdient? Werden in dieser Kälte Herr, erfrieren. Bitte, lasst uns bleiben. Wir können arbeiten. Philipps Notizen zu den Flüchtlingen. Philipps Notizen zu den Flüchtlingen in Kingsbridge vom Januar 1136. Ich saß bei den Flüchtlingen, die in unsere Priorei einen Unterschlupf gesucht haben. Sie haben mir furchterregende Geschichten erzählt. Aus politischer Sicht war die Eroberung von Earl's Castle ein strategischer Zug, um König Stefan zu unterstützen, aber für diese Männer, Frauen und Kinder war es eine große Tragödie. Sie haben mir von Wilhelm Hamlite und drei weiteren Reitern erzählt, die eine Armee von Rittern angeführt haben. Sie zertrampelten jene, die am Boden lagen, setzten ihre Häuser in Flammen und trieten sie mit dem Befehl, sie sollen noch lauter schreien. Die Bürger flüchteten ohne Hab und Gut oder einem Ziel im Blick. Alleine darüber zu hören, ließ mich erschaudern. Hätten wir uns nicht eingemischt, wäre all dies nicht passiert. Philipp, wir haben nicht mehr genug Platz. Habt ihr getan, was ich euch gesagt habe? Wir haben die Häuser gesäubert und Feuer gemacht. Alle Häuser sind belegt. Unsere Brüder behandeln die Kranken und Verletzten. Es gibt noch Platz im Gästehaus und im Dormitorium. Morgen werden wir die Kathedrale öffnen. Wir brauchen jeden Raum, den wir kriegen können. Prior Philipp? Ja? Ich heiße Tom und bin Baumeister. Ich würde gern euer Nordwestturm wieder aufbauen. Lieber Gott, Sie sehen wirklich übel aus. Sie haben sicher seit Tagen nichts gegessen. Es kommen immer mehr von denen. Mein letzter Dienstherr war der Graf von Shiring selbst. Ich bin ein guter Handwerker. Wenn euer Turm einstürzt, könnte er Teile des Hauptschiffs zerstören. Stellt mich ein und ich baue ihn wieder auf. Ich wünschte, ich könnte euch einstellen. Die Reparaturen wären teuer und wir haben kein Geld. Dieses Kind. Ihr zieht ein Kind auf? Mein Bruder hat den kleinen Jonathan im Wald gefunden und ihn hergebracht. Der arme Junge wäre erfroren. Aber Gott war gnädig und er wurde gefunden. Jonathan. Es tut mir leid, aber alles, was ich euch bieten kann, ist ein Platz zum Schlafen. Ich nehme euer Angebot an, aber ich würde mir die Herberge bei euch lieber verdienen. Wir sind nicht gekommen, um zu betteln. Dann bitte Gott darum. Das wäre dann kein Betteln, das wäre ein Gebet. Falls ihr wisst, was das ist. Weißt du noch, was ich über die Güte von Mönchen gesagt habe? Bitte Gott. Das wäre dann kein Betteln, das wäre ein Gebet. Ich werde beten. Ich bete, dass ein Blitz die Kirche trifft und sie niederbrennt. Ich frage mich, ob sie sich meinetwegen geweigert haben, dir Arbeit zu geben. Nein. Kennen die dich? Ich habe mal hier in der Nähe gelebt. Es wäre möglich, dass sie sich an mich erinnern.
Warum kann Tom die Kirche nicht reparieren? Weil diese Mönche so lange am Geld kleben, wie sie können. Sie sind zu blind, um zu sehen, dass ihre Kirche bald einstürzen könnte. Wenn sie es doch nur tun würde, dann hätte ich ein Leben lang Arbeit. Aber nein, sie glauben, beten könne ihre Kirche vor dem Zusammenbruch bewahren. Vielleicht ändert der Mönch ja noch seine Meinung. Der war ganz nett. Wohl kaum. Ich habe es an seinem Blick gesehen. Der ist engstirnig. Kann ich mich etwas umsehen? Ja, aber geh nicht so weit weg und nimm dich in Acht vor den Mönchen. Ich habe dir ja gesagt, das Kind würde sicher sein. Welches Kind? Mönche sind eine Plage. Aber sie geben aufeinander Acht. Du meinst, er wird als Mönch aufwachsen? Ja. Ja. Es gibt wohl Schlimmeres, als in Gottes Nähe aufzuwachsen. Hm. Jonathan. Sie haben ihn Jonathan genannt. Das Geschenk Gottes. Jonathan? Wenn ich ihn nur im Arm halten könnte. Ich weiß, wie du dich fühlst. Doch du musst vorsichtig sein, Tom. Die dürfen nie erfahren, dass du sein Vater bist. Jawohl. Tom? Schon gut, wenn doch diese verfluchte Kathedrale einfach einstürzen würde. Sieht nicht ein geschützter Turm. Nein. Hab vergessen, dass man das auch mit Martha ausprobieren kann. Hier, damit wirst du wieder stark. Danke. Ich hab dir ja gesagt, das Kind würde sicher sein. Welches Kind? Mönche sind eine Plage, aber sie geben aufeinander Acht. Du meinst, er wird als Mönch aufwachsen? Ja. Ja. Martha? Lass sie, Jack. Sie hat viel durchgemacht. Ich denke, sie hat etwas Schlaf verdient, hm? Jonathan. Dann halt nicht. Sie haben ihn Jonathan genannt. Mama? Jetzt nicht, Jack. Das Geschenk Gottes. Wow. Jonathan? Merci. Wenn ich ihn nur im Arm halten könnte. Reden wir mal mit dem alten Mönch. Doch du musst vorsichtig sein. Es tut mir sehr leid, dass ich mein so wenig rede, aber es passiert so viel aufeinander. Tom? Die reden ja die ganze Zeit, da kann man ja gar nicht reden. Wenn die verfluchte Kathedrale einfach einstürzen würde. Ich bin kein Geist, kleiner Rotschopf. Auch wenn ich schon mit einem Fuß im Grab stehe. Wenn du zuerst stirbst, begrab ich dich. Ich bin nämlich der Totengräber hier. Ich werde dir ein schönes Grab schaufeln. Du wirst es mögen, aber du musst mir auch eins schaufeln. Wenn meine Zeit gekommen ist, einverstanden? Stimme zu, doch, natürlich. Das ist gut. Gut. Du darfst keine Angst vor dem Tod haben. Er ist nicht das Ende. Danach kommt noch etwas. Das ist das Geheimnis. Darum geht es bei all dem hier. Verstehst du? Pony! Stallung. Sauberer als in Earl's Castle. Diese Mönche müssen hier fleißig sein. Naja. Ja, ich gehe mal ins Hauptportal. Nein, ich gehe mir zuerst in die Küche. Küche ist immer besser. Es stinkt nach Totenfisch und nach Rüben und Zwiebeln. Irgendjemand flüstert da drin. Gehen wir in die Küche. Tipp-tapp, tipp-tapp. Ja, oh, hallo. Ich fürchte, es ist nichts zu essen mehr da. Wer ist das? Der Junge vom Steinmetz. Tut mir leid, aber ich kann dir nicht helfen. Komm morgen wieder, ja? Sie können kaum schlafen. Wenigstens müssen Sie sich nicht um ein Baby kümmern. Du kannst ja denken. Es gibt einen Grund, warum sie nicht sich. Es gibt einen Grund, warum sie sich nicht mehr um das Baby kümmern müssen. Jetzt fall schon um. Süß. Gatekeeping, da gehen wir halt zum Hauptportal der Kathedrale. Der Rest ist ja abgeschlossen.
Wir können ja auch um die Kathedrale rumgehen. Ich... Oh mein... ja, hier kommen wir rein, genau. Haus des Priors. Wäre auch zu schön gewesen, Gräber. Sie stecken Planken in den Boden, üben sie hier schießen. Nehmen wir mal mit dem Mönch da vorne. Ich frage mich, was hat uns der Mönch hier zu sagen? Wer bist du? Ah, du bist einer von den Flüchtlingen aus Earls Castle, was? Ja. Hast du gesehen, wie sie Menschen getötet haben? Das könnte ich bestimmt nicht ertragen. Wir Mönche töten keine Menschen. Wir schlagen sie nur, bis sie blutig davonrennen. Frisches Grab. Es ist neuer als die anderen. Dung. Dung. Ist es Grabschändigen? Ah, okay. Ja, dann gehen wir halt rein. Ich werde meine Meinung in dieser Sache nicht ändern. Wir werden Ihnen helfen. Ihnen allen. Remigius, willst du wirklich diese Menschen dem Tod anheimgeben? Wir sollten uns von der Welt fernhalten, Vater. Gott soll das entscheiden, nicht wir. Wir werden Ihnen helfen. Es ist unsere Pflicht. Und denk dran, ich werde dafür sorgen, dass du nie wieder deinen Zorn an unseren Novizen auslässt. Nicht so Mönch. Hey, was machst du hier? Remigius hat recht. Das hier ist kein Ort für Kinder. Jetzt erinnere ich mich an sie. Was? Wovon sprichst du? Oh. Diese Frau. Sie kam mit dem Baumeister. Nein, nein, wieso? Wieso? Nein. Ja? Sie ist kein Flüchtling. Was meinst du? Sie ist ein Outlaw. Sie war früher schon mal hier. Prior James hat mich vor ihr gewarnt. Sie ist nicht aus Earls Castle. Sie kommt aus dem Wald. Aber ihr Mann? Ich bezweifle, dass sie verheiratet sind. Junger Mann? Bist du nicht der Sohn des Baumeisters? Wie ist dein Name? Oh, fuck it. Jack Builder. Jack Builder. Siehst du? Er ist Tom Builders Sohn. Nun denn. Du darfst gehen, Jack. Ein seltsames Kind. Und so verdächtig wie seine Mutter. So wieso ist das verdächtig? Ist man sich seiner nicht sicher, so soll man doch immer an das Gute im Menschen glauben. Ja. Wisst ihr, was sie sind? Unzüchtige, das sind sie. Diese Frau sollte aus Kingsbridge verbannt werden. Ich werde ihnen wie allen anderen die Möglichkeit geben, sich zu bewähren. Okay. Hat ja alles wieder dahin geführt. Ich wünschte, jemand würde die Kathedrale einreißen. Dann könnten wir sie ganz neu bauen. Dazu wäre ein Wunder nötig und davon verstehe ich nichts. Ich bin so müde. Komm, ich sing dir ein Schlaflied. Das hier mag Jack auch am liebsten. Alack, caught in the hunter's net, sang sweeter then than ever, as if the falling melody might wing and net dissever. At dusk the hunter took his prey, the lark his freedom never. All birds and men are sure to die, but songs may live forever.